Hallo zusammen, mein Name ist Jan und ihr seid hier bei Jans Technik Channel mit dem Motto Technik für daheim. Ich habe heute Post erhalten und enthalten war meine Collage als Leinwand aufgespannt auf einem Holzrahmen. Ich finde solche Collagen mehr und mehr in Wohnräumen und finde diese auch wirklich schön. Meist erzählt so eine Collage das Leben der letzten Jahre und es macht einfach Spaß, auf die unterschiedlichen Bilder zu schauen und sich an die Situationen zurückzuerinnern. Heute zeige ich euch, wie einfach es ist, solch eine Collage selber zu machen, wenn man das richtige Werkzeug nutzt. Also bleibt dran, los geht's! Wie gesagt, heute kam das Paket mit meiner Collage an. Die Dienstleister wie Lidl Foto und Co. brauchen, um so ein Kunstwerk produzieren zu können, ein einziges Foto. Hier fängt schon das Problem an. Normalerweise habt ihr aus euren letzten Jahren viele Fotos. Wie bekommt man es nun hin, aus vielen Fotos ein Foto zu machen? Klar, ein möglicher, aufwendiger Weg ist in einem Programm ein JPEG zu machen, dort Bild für Bild hinzuzufügen, auszujustieren, das nächste Bild einzufügen, auszujustieren und so weiter. Nach Tagen ist man dann eigentlich erst fertig. Es gibt alternativ Dienstleister oder Online-Tools, die auch Collagen anbieten. Hier habe ich aber nicht das Wundertool gefunden, was ich brauche, denn meist ist die Anzahl der einzusetzenden Bilder sehr beschränkt. Auf meistens ca. 15 bis 25. In meinem Beispiel stecken aber fast 200 Bilder drin. Also, ich erkläre euch den Trick. Es gibt ein Tool von Google. Der eine oder andere wird es eventuell noch kennen. Der Name ist Picasa. Dieses Tool ist quasi der Vorgänger von Google Foto und wird lokal installiert. Das Tool wird auch schon lange nicht mehr weiterentwickelt. Es hat allerdings genau die Funktion, die wir brauchen. Ein Collagen-Tool. Springen wir doch einfach mal auf meinen Rechner und dann zeige ich euch, wie es geht. Auf dem Desktop habe ich ein Verzeichnis mit dem Namen Collage erstellt. Dieses enthält alle ausgewählten Bilder der letzten Jahre, die auf der Collage aufgedruckt werden sollen. Installiert habe ich auch schon mal das Programm Picasa von Google, den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich klicke nun in der Menüleiste auf Tools und Ordner Manager. Ich wähle den Desktop aus, weil dort ja meine Bilder für die Collagen liegen und klicke einmal auf Scannen. Picasa scannt das Verzeichnis nun nach Fotos durch und listet diese dann gesammelt auf. Wählt nun in der linken Spalte das Verzeichnis aus, geht im Menü oben auf Erstellen und wählt Collage aus. Auf der linken Seite unter Seitenformat wähle ich benutzerdefinierte Seitenverhältnisse aus und gebe in meinem Beispiel 1100 auf 700 ein, da meine Wunschgröße der Collage 1,10 m auf 70 cm sein soll. In dem linken oberen Menü kann man nun einige Collagenvorlagen anzeigen lassen. In der ersten Vorlage sind die Bilder als Fotos auf dem Bild abgelegt und durcheinander gewürfelt. Das zweite Beispiel sortiert einfach die Bilder nebeneinander. Bei den anderen Collagen werden ein paar Bilder groß hervorgehoben. Ich habe mich allerdings für die Bilder, die durcheinander gewürfelt sind, entschieden. Nun, da ich mich eben für die Bilder, die durcheinander gewürfelt sind, entschieden habe, muss ich nun die Bilder ein wenig sortieren. Ich klicke also ein Bild an, lasse die Maustaste gedrückt und verschiebe dieses dorthin, wo ich es haben möchte. Ich entzerre so auch das Gesamtbild ein wenig und schaue, dass auch alle Bilder mit dem Wesentlichen zu sehen sind und kein Bild ein anderes wichtiges Detail verdeckt. Das dauert ein wenig. Wenn ich fertig bin, klicke ich links auf Collage erstellen und das Programm fragt mich, ob ich es wirklich abspeichern möchte. Die Datei wird dann erstellt. Ich öffne noch ein Grafikprogramm. Ich nutze hier Paint.net, um mir die Collage nochmals anzuschauen, da ich hier dann auch reinzoomen kann und mache einen letzten Check. Ich habe noch ein paar Problembilder gesehen und passe diese dann nochmal im Picasa-Programm an. Dann nochmals abspeichern und fertig. Ihr seht, die Datei hat jetzt eine Größe von ungefähr 14 bis 15 MB.
Nun geht es darum, einen Anbieter zu finden, der so eine Fotoleinwand anbietet. Zufälligerweise habe ich eine Werbung von Lidl gesehen, dass dies im Angebot sein sollte. Also schauen wir mal bei Lidl Fotos nach. Ich klicke auf die Leinwand und wähle die Datei zum Upload aus. Nun kann ich die Größe auswählen. 100 auf 75 cm kosten hier 65,99 €. Weiter unten kann noch ein Anhängeset und die Art des Randes ausgewählt werden. Hier gibt es gefaltet, gespiegelt oder gezerrt. Ja, hat mir jetzt alles nicht so sonderlich gefallen. Also nochmals zurück zu Google und einen anderen Anbieter finden. Durch Zufall bin ich auf meinfoto.de gekommen. Also dort einfach nochmal das Gleiche machen, Leinwand auswählen, Datei auswählen und hochladen. Auch hier wähle ich als Größe 1 Meter auf 75 cm aus, das Ganze für 38,90 €. Auch hier gibt es weiter unten Add-ons zum Auswählen. Hier fand ich als Art des Randes schwarz ganz nett und habe dieses mal ausgewählt. Ebenso hat mir die Option gefallen, die Dicke des Randes zu vergrößern, da dies dann eben vermutlich ein wenig hochwertiger aussehen wird. Mit den ganzen Add-ons sind wir dann bei einem Preis von 49,90 € gelandet. Das Ganze habe ich dann per PayPal bezahlt und nun hieß es warten. Nach 2 Tagen kam dann GLS mit dem Paket. Es war wirklich gut verpackt, hatte keine Beschädigungen. Erwartungsvoll habe ich das gute Stück dann ausgepackt und ich muss sagen, die Qualität war echt gut und die Collage ist bei uns in der Familie wirklich sehr gut angekommen. So, ich hoffe, ich habe euch Anregungen gegeben und dass ihr jetzt richtig Bock drauf habt, eine eigene Collage zu machen. Ihr seht, es ist wirklich kinderleicht und ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn ich euch ein bisschen helfen konnte. Ebenso würde ich mich einfach freuen über einen Kommentar, über ein Like oder ein Abo meines Channels. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Euer Jan von Jans Technik Channel.